Ja, hallo. Es freut mich ganz besonders, Sie zu dieser Videoeinheit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Andreas Zabadil, bin Referent bei der österreichischen Datenschutzbehörde und im Rahmen dieser Videoeinheit widmen wir uns sozusagen der Gretchenfrage im Datenschutzrecht, nämlich wann darf man denn jetzt eigentlich personenbezogene Daten verarbeiten oder konkret, wann dürfen Sie denn eigentlich jetzt Daten für Ihre Forschung oder letztlich auch für Ihre Publikation verwenden? Zu diesem Zweck schauen wir uns zunächst die Rechtsquellen an, das heißt, wo steht denn das eigentlich drinnen, welche Daten Sie jetzt konkret verwenden dürfen und unter welchen Voraussetzungen. Da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Also fangen wir mal mit der schlechten an. Die lautet nämlich, dass es nicht ein großes Datenschutzgesetz gibt, wo jetzt alles drinnen steht, was Sie wissen müssen. Also die Rechtsordnung im Datenschutzrecht ist so, dass Sie viele unterschiedliche Rechtsquellen, viele unterschiedliche Gesetze oder Verordnungen haben, wo Sie dann diverse Regelungen für den Umgang mit personenbezogenen Daten finden. Die gute Nachricht ist allerdings, dass die Datenschutzgrundverordnung, also die DSGVO, die Sie schon aus den vorangegangenen Kapiteln kennen, trotzdem die wichtigste Rechtsquelle in Europa sekundärrechtlicher Natur ist, wenn es um die Frage geht, wann dürfen Sie denn Daten eigentlich verwenden. Und vor diesem Hintergrund, weil Sie eben mit der DSGVO die allermeisten Fragen, die für Sie relevant sind, wahrscheinlich beantworten können, schauen wir uns im Rahmen dieser Kurseinheit vordergründig die Datenschutzgrundverordnung an. Wir kommen einleitend und zunächst zu den Grundsätzen im Datenschutzrecht. Also die sind in Artikel 5 normiert. Diese Grundsätze sind Leitprinzipien im Datenschutzrecht, die es eigentlich schon sehr lange gibt, die aber jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung noch einmal ausdrücklich so normiert wurden. Wir fangen mit dem ersten Grundsatz an. Also das ist der Grundsatz, dass Daten nach Treu und Glauben verarbeitet werden müssen. Da beginnt, wenn man so möchte, gleich die erste Herausforderung, denn dieses Wort Treu und Glauben, das ist nicht definiert in der DSGVO und da kann man jetzt natürlich sehr viel hineininterpretieren und alles und nichts darunter verstehen. Ich möchte Ihnen allerdings an dieser Stelle einen sehr einfachen Zugang mitgeben. Man kann sich einfach die englische Sprachfassung von Treu und Glauben anschauen. Da heißt nämlich, dass Daten fairly processed werden müssen. Also das bedeutet, es ist ein fairer Umgang mit Daten geboten und wenn man so möchte, sollen Sie Daten nicht in einer Art verwenden, wie Sie nicht wollen würden, dass man mit Ihren Daten umgeht. Der zweite Schritt ist dann von Treu und Glauben, dass Daten in einer transparenten Art und Weise verarbeitet werden. Also sprich, es gibt das Überraschungsverbot, was nicht in Ordnung ist, dass Sie auf der Straße herumgehen, Fotos machen und diese dann im Rahmen Ihres Projekts auswerten. Die Personen müssen dann also immer vorab entsprechend informiert werden über den Umgang bzw. über eine Datenverarbeitung. Letzter Schritt des ersten Grundsatzes ist dann die Rechtmäßigkeit. Also das bedeutet, Sie müssen immer eine Bedingung von Artikel 6 und unter Umständen auch von Artikel 9 DSGVO erfüllen. Da kommen wir dann in nächster Folge dazu. Bleiben wir zunächst bei den Grundsätzen, da kommen wir dann zum zweiten Grundsatz in Artikel 5 und das ist der Grundsatz der Zweckbindung. Der ist wieder sehr einfach erklärt, also Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet werden. Einfaches Beispiel, also wenn Sie jetzt einen empirischen Teil einer Forschungsarbeit haben und hier Daten erheben, dann ist natürlich der Verarbeitungszweck die Forschung und es ist dann unzulässig, wenn Sie dann diese Daten verwenden, um diesen Personen beispielsweise Werbung zu schicken. Der nächste Datenschutzgrundsatz, und das ist ein ganz zentraler, vor allem im Rahmen der Forschung, ist die Datenminimierung. Also das bedeutet, dass Daten nur im absolut notwendigen Ausmaß verarbeitet werden dürfen. Also wenn Sie sich wiederum vorstellen, um an das Beispiel anzuknüpfen, wenn Sie einen empirischen Teil haben und dann haben Sie eine Publikation, müssen Sie sich die Frage stellen, ist es jetzt notwendig, dass ich aufgrund der individuellen Forschungsarbeit diese Person konkret nenne oder kann ich nicht das Auslangen finden, indem ich einfach nur die Forschungsergebnisse ohne Personenbezug veröffentliche? Und das wird bei der Forschung auch in der Regel der Fall sein, also dass es nicht geboten ist, dass Sie hier einen Personenbezug herstellen. Die zweite Facette des Grundsatzes der Datenminimierung ist auch die, dass der beste Datenschutz der ist, dass keine Daten verarbeitet werden. Also stellen Sie sich immer im Rahmen der Forschung die Frage, ist es jetzt überhaupt notwendig, dass ich Daten verarbeite? Und wenn ja, in diesem konkreten Umfang, so wie ich es vorhabe.
Der nächste Grundsatz, das ist der Grundsatz der Datenrichtigkeit. Wiederum ganz einfach, Daten sollen möglichst richtig verarbeitet werden. Sie haben dafür eine entsprechende Rechenschaftspflicht. Ein Beispiel aus der Praxis, sehr relevant ist das für sogenannte Bonitätsdatenbanken oder Kreditauskunfteien. Also wenn Sie sich vorstellen, dass hier falsche Daten über Sie eingespeichert sind, beispielsweise, dass Sie insolvent sind oder vor kurzem waren, obwohl Sie es eben nicht sind oder waren, dann kann das natürlich Ihr wirtschaftliches Fortkommen beeinträchtigen. Im besten Fall bekommen Sie keinen Handyvertrag, im schlimmsten Fall bekommen Sie keinen Kredit, um beispielsweise liquide zu sein für Ihr Unternehmen. Deswegen Grundsatz der Datenrichtigkeit sehr wichtig im Datenschutzrecht. Der nächste Grundsatz ist der Grundsatz der Speicherbegrenzung. Daten sollen nicht ewig gespeichert werden, sondern irgendwann ist doch Schluss und dann müssen diese Daten letztlich gelöscht werden. Die Definition der DSGVO knüpft hier daran an, dass die Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, eben bis dieser Zweck, zu dem sie erhoben wurden, erreicht ist. Kleine Ausnahme im Rahmen der Forschung, da sagt nämlich die DSGVO, dass dann Daten, auch wenn der Zweck erreicht wurde, trotzdem weiter gespeichert werden dürfen. Und zwar unter der Voraussetzung, dass im Gegenzug für diese, wenn man so möchte, Privilegierung geeignete Garantien getroffen werden, die Sie unter anderem in Artikel 89 Absatz 1 finden, wozu unter anderem auch die Pseudonymisierung gehört. Letzter Grundsatz von Artikel 15, da steht dann drinnen der Grundsatz der Datensicherheit. Die Datensicherheit gab es schon vorher, also vor der DSGVO. Explizit ist es jetzt nur noch mehr in Artikel 5 verankert und Artikel 32 DSGVO. Dieser Grundsatz besagt im Wesentlichen, dass Sie angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen haben, um eben ein entsprechendes Schutzniveau dieser Daten, dieser personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Was natürlich im Einzelfall angemessen ist, hängt von den Umständen ab. Also wenn Sie jetzt ein Student sind, der im Rahmen seiner Diplomarbeit zum Beispiel einen empirischen Teil einer Arbeit hat und hier Interviews durchführt und Daten erhebt, dann kann es in der Regel vielleicht ausreichen, wenn Sie entsprechende Verschlüsselungen und einen Passwortschutz für Ihr Endgerät einrichten und schauen, dass keine unbefugten Personen auf Ihr Endgerät zugreifen, aber natürlich je mehr Datensätze Sie haben und mit je mehr Risiko die ganze Situation behaftet ist, umso umfangreichere organisatorische und technische Maßnahmen müssen Sie natürlich ergreifen. Zwei letzte Punkte zu den Grundsätzen. Nummer eins, Sie haben auch eine entsprechende Rechenschaftspflicht. Also das heißt, Sie müssen entsprechend dokumentieren und beweisen können, dass all diese Grundsätze im Datenschutzrecht eingehalten werden. Einfaches Beispiel, also wenn Sie Ihre Datenverarbeitung auf die Einwilligung stützen, da müssen Sie nachweisen können, dass die betroffene Person eingewilligt hat. Also einfach, dass Sie zum Beispiel diesen Zettel oder dieses Dokument aufheben, wo dann diese Einwilligung entsprechend dokumentiert wurde. Und zweitens möchte ich als weiteren Grundsatz noch erwähnen, den Schutz von Kindern, der so in Artikel 5 DSGVO nicht erwähnt ist, der sich allerdings aus einer systematischen Betrachtung der DSGVO ergibt. Also der Schutz von Kindern ist besonders wichtig, wenn Sie mit Kinderdaten forschen. Und da müssen Sie dann auf die Einhaltung dieser Grundsätze noch einmal ganz besonderen Wert legen. Wir kommen jetzt zu den näheren Umständen, also zu den konkreten Voraussetzungen, unter denen Sie jetzt personenbezogene Daten verarbeiten können. Da darf ich mal auf das erste Schlagwort hinweisen, das lautet Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Im unter Anführungszeichen normalen Leben ist es so, dass Sie einmal grundsätzlich alles dürfen, es sei denn, es ist verboten. Im Datenschutz ist das ein wenig umgekehrt. Da dürfen Sie einmal grundsätzlich gar nichts mit personenbezogenen Daten machen, sondern nur dann, wenn Sie entsprechende Bedingungen erfüllen, die eben in Artikel 6 normiert sind. Ich darf in weiterer Folge auf jene Erlaubnistatbestände oder Bedingungen eingehen, die für Sie im Rahmen Ihrer Forschung von besonderer Relevanz sein können. Und das ist einmal zunächst die Einwilligung. Die Einwilligung ist eigentlich der Erlaubnistatbestand, das so in der Allgemeinheit am allerbekanntesten ist. Das heißt dann immer, ich habe nicht eingewilligt und deswegen ist die Verarbeitung unzulässig. Tatsächlich ist es so, dass an dieser Einwilligung einige Erfordernisse zu erfüllen sind, die in Artikel 7 DSGVO normiert sind. Die drei wesentlichen, die Sie sich bitte merken, ist vorab,
informiert und freiwillig. Also vorab bedeutet, dass Sie ein Interview mit einer Person nicht erst führen und dann im Nachhinein die Einwilligung einholen, sondern natürlich davor. Informiert bedeutet, dass die betroffene Person vollumfänglich auch darüber aufgeklärt wird, was mit diesen personenbezogenen Daten letztlich auch geschieht. Denn nur dann, wenn sie einen entsprechenden Informationsstand hat und in voller Kenntnis ist, kann sie drittens eine freiwillige Einwilligung auch abgeben. Freiwillig bedeutet im Wesentlichen zwangsfrei. Also das heißt, man darf eine betroffene Person nicht bedrohen oder Nachteile androhen, wenn sie diese Einwilligung nicht abgibt. Und auch hier ein einfaches Beispiel. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin und der Arbeitgeber sagt Ihnen jetzt, wenn Sie jetzt nicht in diese Mitarbeiterüberwachung einwilligen, dann werden Sie gekündigt. Also hier, diese Einwilligung wäre natürlich mit einem entsprechenden Zwang behaftet und deswegen ungültig. Ein wesentlicher Punkt der Einwilligung, und das ist auch so, wenn man so möchte, im Rahmen der Forschung ein kleiner Nachteil, ist der Umstand, dass die Einwilligung natürlich jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden kann von der betroffenen Person. Das heißt, Sie haben als Vorteil einer Einwilligung natürlich, dass Sie eine gewisse Rechtssicherheit haben und wirklich schwarz auf weiß wissen, Sie dürfen das grundsätzlich machen, Sie dürfen diese Daten verarbeiten. Der unter Anführungszeichen Nachteil ist natürlich, dass die betroffene Person die Einwilligung wieder widerrufen kann. Das heißt, im Rahmen Ihres Forschungsprojekts müssen Sie sich einfach überlegen, würde es mein Projekt gefährden, wenn nur eine einzige Person die Einwilligung widerruft, oder würde es für den Projektbestand eigentlich keinen Unterschied machen, wenn es vielleicht ein oder zwei Personen gibt, die sich vielleicht doch anders überlegen und diese Einwilligung dann widerrufen. Als zweiten wesentlichen Erlaubnistatbestand haben wir die Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt und die einem Verantwortlichen übertragen wurde. Auch dieser Erlaubnistatbestand kann grundsätzlich als Rechtsgrundlage herangezogen werden, um personenbezogene Daten im Rahmen der Forschung zu verarbeiten. Da müssen Sie dann schauen, ob Sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Ist im Wesentlichen für Verantwortliche des öffentlichen Bereichs vordergründig von Relevanz und natürlich auch immer dieses Schlagwort öffentliches Interesse und Forschungsarbeit. Der dritte Erlaubnistatbestand sind dann die sogenannten berechtigten Interessen. Das ist jener Erlaubnistatbestand, der vor allem im privaten Bereich eine zentrale Bedeutung hat. Denn Verantwortliche des privaten Bereichs können sich darauf stützen und sofern die Grundrechte und Freiheiten von betroffenen Personen nicht überwiegen, dann ist es zulässig, diese Daten von den betroffenen Personen zu verarbeiten. Sprich, wenn ich nachweisen kann als Verantwortlicher, dass zumindest meine Interessen gleichwertig sind wie jene der betroffenen Person, dann darf ich diese Daten nach dem Konzept der DSGVO verarbeiten und der Vorteil des Ganzen im Verhältnis zur Einwilligung ist natürlich, dass hier keine Widerrufsmöglichkeit besteht, weil natürlich, wenn ich mich auf berechtigte Interessen stütze, die betroffene Person keine Möglichkeit hat, das dann einseitig durch den Widerruf der Einwilligung zu beenden. Der unter Anführungszeichen wiederum Nachteil ist allerdings, dass eine Interessenabwägung immer mit einem kleinen Unsicherheitsfaktor behaftet ist. Und ich wirklich darauf schauen muss, dass die Interessenabwägung zumindest gleichwertig für mich ausfällt. Es gibt diverse Kriterien, auf die man abstellen kann. In der Datenschutzgrundverordnung, in den Erwägungsgründen sind zum Beispiel die vernünftigen Erwartungshaltungen eines Betroffenen und auch die angemessene Beziehung mit dem Betroffenen genannt. Also wenn ich diese Person bereits kenne, wenn diese Person zum Beispiel bereits Kunde von mir war und ich Werbung verschicken möchte, dann wird das eher zulässig sein. Es gibt dann noch weitere Kriterien, die in der Literatur gebildet wurden. Beispielsweise, man stellt darauf ab, auf die möglichen Folgen oder Beeinträchtigungen der betroffenen Person und auch, dass mein Interesse tatsächlich nicht spekulativ und gegenwärtig ist. Sie im Rahmen der Forschung müssen für sich entscheiden, welcher Erlaubnistatbestand für Sie in Betracht kommt und dann entsprechend die Verarbeitung umsetzen. Und bitte, egal auf welchen Erlaubnistatbestand Sie sich stützen, immer im Hinterkopf behalten, dass für jede Verarbeitung die Grundsätze von Artikel 5 gelten und entsprechend eingehalten werden müssen.
Ja, wir kommen zu den sogenannten sensiblen Daten in Artikel 9. Was Sie jedenfalls noch wissen müssen, ist, dass es nach dem Verständnis, nach dem Konzept der DSGVO bestimmte Daten gibt, die unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Dazu zählen, die sind taxativ aufgezählt und dazu zählen nach Artikel 9 Absatz 1 unter anderem Gesundheitsdaten, aber auch jegliche Informationen zur sexuellen Orientierung oder zur religiösen Überzeugung. Also immer dann, wenn Sie im Rahmen Ihrer Forschung derartige Daten verwenden, müssen Sie bitte darauf achten, dass eine entsprechende Voraussetzung von Artikel 9 Absatz 2 erfüllt ist. Und hier kommt dieses Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt noch einmal ganz deutlich zum Ausdruck. Denn es heißt, die Verarbeitung von sensiblen Daten ist verboten, es sei denn, eine dieser Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 2 ist dann erfüllt. Wir haben dann wiederum verschiedene Voraussetzungen, zu denen die bereits erwähnte Einwilligung zählt. Neben der Einwilligung gibt es dann noch entsprechende gesetzliche Rechte und Pflichten, in deren Rahmen die Datenverarbeitung dann zulässig sein kann. Also wenn Sie beispielsweise ans Arbeitsrecht denken, dann hat ein Arbeitgeber entsprechende Pflichten von seiner Belegschaft, zum Beispiel Krankenstandstage aufzuzeichnen. Und da muss er dann natürlich von seiner Belegschaft nicht die Einwilligung einholen, sondern die Datenverarbeitung wird auf die Erfüllung seiner rechtlichen Verpflichtungen gestützt. Daneben gibt es dann noch einige weitere Tatbestände, also zum Beispiel Schutz lebenswichtiger Interessen. Das ist weniger relevant für die Forschung. Worauf ich Sie auf jeden Fall hinweisen möchte, sind Fotos oder Videos. Da hat sich immer wieder die Frage gestellt, wie sind das mit Fotos oder mit Videos? Sind das jetzt sensible Daten oder nicht? Da kommt es ganz einfach auf den Kontext darauf an. Also wenn Sie einfach ein Foto von einer Person haben und hier gehen keine Merkmale oder keine Informationen hervor, die in Artikel 9 Absatz 1 aufgelistet sind, dann ist es einmal grundsätzlich kein sensibles Datum. Wenn Sie aber natürlich ein Röntgenbild haben, dann ist das natürlich ein Gesundheitsdatum und insofern unterliegt das dann dem strengen Regime von Artikel 9. Zweiter Punkt, der hier an dieser Stelle auf jeden Fall zu beachten ist, dass Sie die Verarbeitung von sensiblen Daten auch nicht auf berechtigte Interessen stützen können. Das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zu Artikel 6, denn dort haben Sie für unter Anführungszeichen normale Daten die Möglichkeit, das Ganze auf berechtigte Interessen zu stützen. Bei sensiblen Daten geht das ausdrücklich nicht. Also da brauchen Sie dann wirklich eine entsprechende Bedienung von Artikel 9 Absatz 2. Letzter Punkt, der für Sie ganz wichtig ist, es gibt sogenannte Öffnungsklauseln, und zwar sowohl in Artikel 6 und in Artikel 9 DSGVO. Und diese Öffnungsklauseln ermöglichen es dem jeweils nationalen Gesetzgeber, nationale Gesetze zu erlassen, um die Datenverarbeitung zu Forschungszwecken noch einmal spezifisch zu regeln, um noch einmal weitere Tatbestände zusätzlich zu jenen in Artikel 6 und in Artikel 9 zu normieren. Da haben Sie beispielsweise in Österreich das Forschungsorganisationsgesetz oder auch § 7 Datenschutzgesetz. In Deutschland wäre es § 27 Bundesdatenschutzgesetz. Ja, darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken und möchte zum Abschluss noch auf weiterführende Informationen hinweisen. Also Sie haben einerseits die Webpage des Europäischen Datenschutzausschusses. Das ist eine europäische Institution, in der unter anderem alle Aufsichtsbehörden vertreten sind und die Leitlinien zum Thema Datenschutz verfassen. Unter anderem finden Sie dort auch Informationen zum Thema Datenverarbeitung und Forschung und können das im Rahmen dieser Videoeinheit Gelernte noch einmal vertiefen. Sie finden auch auf der Webpage des EDBB das Archiv der Artikel 29 Datenschutzgruppe. Auch hier wurden schon einige Dinge zum Thema Einwilligung, zum Thema berechtigten Interesse geschrieben, um das Gelernte zu vertiefen. Und ein wenig Eigenwerbung noch von meiner Seite, auch die Webpage von uns, also von der österreichischen Datenschutzbehörde, wo wir einen Leitfaden zur DSGVO gefunden haben und Sie das heute Gesagte ebenso vertiefen können. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, verabschieden und Ihnen gutes Gelingen wünschen. Vielen Dank.